Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo und zu einem kurzen, ja, Fragevideo. Und zwar möchte ich euch natürlich in meine Videos so häufig wie möglich einbeziehen. Und das kann ich ja durch die Kommentare machen und das werde ich mir jetzt an dieser Stelle auch mal zu Nutzen machen. Und zwar, FIFA 15 steht kurz vor der Tür, es kommt in 4 Tagen raus. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, schon in 3 Tagen. Und ich werde ja wieder eine Karriere machen mit Bayern und mit Liverpool. Der eine oder andere weiß es ja schon. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die Frage ist, ob ich die Spiele schneiden soll. Das heißt, ob ich entweder nur die Highlights zeige oder die kompletten Spiele. Das ist die Frage an dieser Stelle. Und ich möchte einfach das machen, was euch mehr Spaß macht. Mir ist das gleich, ich kann beides machen. Für mich ist das Schneiden zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber da habe ich eigentlich Spaß dran. Das ist jetzt für mich kein Problem. Ich habe es ja jetzt auch in der Menu-Karriere und in der Barca-Karriere gemacht. Also da habe ich gar kein Problem mit. Die Frage ist, was wollt ihr haben? Möchtet ihr geschnittene Spiele oder möchtet ihr die kompletten Spiele sehen? Deshalb stimmt ihr jetzt einfach mal in den Kommentaren ab. Geschnittene Spiele ja oder nein? Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich in der FIFA 15-Karriere. Von der Barcelona-Karriere gibt es heute auch noch ein Part und dann am 23. und am 24. den letzten, sodass wir keinen Tag haben, wo kein Video kommt. Am 25. geht es dann direkt mit FIFA los und ja, ich hoffe, ihr stimmt dann in den Kommentaren ab. Da gibt es dann, also ich werde keine Kommentare zulassen. Ich werde halt einfach nur 2 Kommentare machen. Entweder für ja, Spiele schneiden oder nein, komplette Spiele zeigen. Ich ja, wünsche euch viel Spaß beim Abstimmen. Wählt eure eigene Meinung und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Ciao.